Die HSW Ecomatic in ihrer Ausführung 0,3 ml ist eine robuste, hochfeste Kunststoffspritze mit Metallkolben, ausgelegt als Selbstfüllerspritze für den robusten Einsatz. Wir möchten hier kurz zeigen, wie die Spritze eingesetzt wird. Sie sehen, die Spritze besteht aus einem sogenannten V-Griff mit Korb, Flaschenaufnahme und dem darunterliegenden Zylinder mit Metallkanülenansatz. Die Flasche wird mit dem Gummi in die Mitte des Spikes, der durch ein Sichtfenster leicht zugänglich ist, hineingedrückt, bis diese Hörbe einrastet. Und nun wird die Spritze durch ein zweimaliges, schnelles Bewegen des Griffes mit dem Medikament, hier natürlich trocken vorgeführt, aufgezogen. Nach dem zweiten Kolbenhub ist die Spritze aufgezogen ohne Luft und nach Ansetzen der Kanüle kann die Injektion beginnen. Nach Gebrauch bzw. Injektion kann die Spritze wie folgt gereinigt werden. Man entfernt die Flasche vom Flaschenaufsatz, legt diese ab. Empfohlen ist nun, die Spritze erstmalig komplett in Desinfektionsmittel oder ihnen verfügbare Reinigungsmittel einzutauchen und nun die Spritze 5 bis 10 Mal durchzudrücken, sodass alle restlichen Gegenstände aus der Spritze, aus den Systemen gelöst werden und die Spritze frei von Mitteln ist. Spritze abtrocknen, ausspülen nochmal über den Wasserhahn, mit lauwarmem Wasser. Diese Vorreinigung würde normalerweise ausreichen, um die Spritze nun erneut einzusetzen. Wir empfehlen jedoch, dass die Spritze anschließend je nach weiterer Anwendungsdauer oder nach weiterer Impfdauer in einem Topf etwa 20 Minuten ausgekocht wird. Hierbei kann die Spritze in komplettem Zustand eingelegt werden oder aber demontiert werden, wie wir im Nachfolgenden zeigen. Die Spritze kann wie folgt demontiert werden. Arbeitsgang 1, man schraubt den Korb vom Flaschenhalter durch eine Linksdrehung ab. Gleichermaßen kann der Zylinder mit Metallkanülenansatz vom Griff durch eine Linksdrehung abgeschraubt werden. Die Spritze ist nun in ihre gesamten Teile, 3 zerlegt. Diese können in den Topf eingelegt werden und somit komplett 20 Minuten ausgekocht werden. Nach dem Auskochen kann die Spritze nach Abkühlen entnommen werden, leicht durchgespült werden, abgetrocknet werden mit einem Tuch und wieder zusammengebaut werden, was wir im Folgenden kurz demonstrieren möchten. Teile aus dem natürlich jetzt erkalteten
Kochwasser entnehmen, abtrocknen . Nun empfehlen wir, den O-Ring auf der Kolbenstange mittels Wattestäbchen oder Q-Tip mit kaltgepresstem 100%igen Olivenöl oder ähnlichem leicht einzureiben, um ein leichtes Laufen nach der nächsten Anwendung zu ermöglichen. Weitere Teile müssen nicht eingeschmiert oder gefettet werden. Die Spritze in umgekehrter Reihenfolge montieren, sodass diese für den nächsten Einsatz wieder zur Verfügung steht. Die Zylindergraduierung der HSW Ecomatic Selbstfüllerspritze 0,3 ml ist in Schritten von 0,05 bis 0,3 stufenlos einstellbar, wobei die Markierung auf dem Zylinder bei 0,05, 0,1, 0,15 fortlaufend bis 0,3 ml aufgeführt sind. Die Dosierung erfolgt mittels Drehung der Kolbenstange. Dieses ermöglicht ein stufenloses Verstellen bei den genannten Dosierschritten. Wichtig dabei ist, dass die Vorderkante des Kolbens, des Edelstahlkolbens, auf die jeweilige oder auf den jeweiligen Skalierstrich am Zylinder eingestellt wird.